Herzlich willkommen. Wir sind heute wieder bei BEP Motorentechnik. Björn ist schon fleißig am Werkeln. Heute geht es endlich mit Limo-Motor weiter. Wir haben ja im letzten Video gezeigt, dass der Block quasi in der Zylinderlaufbahn gerissen war und jetzt diese Buchsen zum Einsatz kommen. Genau. Wie geht's los? Was machen wir? Das Erste, was ich bei den Buchsen mache, ich messe sie einmal durch, dass ich weiß, welche Durchmesser die sind. Ich habe sie mir markiert von 1 bis 6, dass sie an diese Position kommen. Ich habe das im Vorfeld schon gemacht und ich finde es relativ erstaunlich, dass unser Hersteller wirklich eine Toleranz von unter einem Hundertstel einhalten kann. Also ich habe die alle durchgemessen. Die sind alle rund, nicht konisch, nicht eierig. Das finde ich gut. Das hat bei Datensleeves zum Beispiel sehe ich das nicht so. Da gibt es hier eine Toleranz von 2-3 Hundertstel, dann noch oval und so weiter. An der Stelle nochmal kleine Erinnerung. 2-3 Videos vorher haben wir ja schon an einem kaputten Block gezeigt, wie du diese, ich sag jetzt mal, Sleeves konstruiert hast. Ja. Also wie du einen kaputten alten Block von mir nach und nach immer weiter aufgebohrt hast, bis du dir überlegt hast, dass die Buchsen genau so aussehen sollen. Genau. Dann haben wir die anfertigen lassen und jetzt stehen sie hier. Ja, genau. Okay. Und jetzt habe ich angefangen mit dem Messen und habe gemerkt, ich habe die erste Zahl aufgeschrieben und dann habe ich durchgemessen im Vorfeld und habe gemerkt, alle gleich. Mhm. Also brauche ich meine normale Maßtabelle, die ich normalerweise mache. Bei den Datensleeves brauche ich in dem Fall mal nicht. Okay, das heißt, du kannst nicht einfach normalerweise alle 6 Zylinder gleich bohren, sondern musst schon quasi eine Buchse für einen Zylinder anpassen. Bei Datensleeves oder andere Hersteller ist das oft so. Ich mache es trotzdem, dass ich es kontrolliere, dass sie gleichmäßig sind, weil die Toleranzen sind sehr, sehr eng. Und wenn einfach eine Büchse hier unten 200 mm dicker ist, dann muss ich die Bohrung dafür auch 200 größer machen. Ja, in dem Fall haben wir es gleichmäßig und ich habe schon vorgebohrt den Block, dass wir nicht zu viel heute bohren müssen, weil relativ langweilig das ganze Material da rausholen. Jetzt können wir rüber zur Maschine und ist soweit ausgerichtet, dann können wir den ersten großen Span nehmen. So, Block ist auf dem Bohrwerk aufgespannt, ausgerichtet. Es ist relativ viel Arbeit, dass das genau passend ist mit meiner Digitalanzeige. Ich habe schon vorgebohrt und der Riss, der mal relativ deutlich zu erkennen war, ist jetzt fast gar nicht mehr zu erkennen. Also man kann ihn nicht richtig als Riss deuten, sondern eher so als Schatten. Wir sehen es gleich beim Aufbohren, ob er komplett wegfällt. Das sehen wir. Ja, ich habe ihn schon... Wie viel hast du jetzt schon gebohrt? Auf knapp Durchmesser von unten. Halb Millimeter lassen wir drin, um die genaue Bohrung noch einmal zusammen zu machen. Das heißt, da sind schon ungefähr 400 mm raus im Durchmesser. 82,5 auf 85,5 habe ich jetzt gerade. Und jetzt kommt ein anderer Stahl zum Einsatz. Jetzt muss ja oben das Material raus. Und das mache ich mit so einem flachen Stahl. Auch 4 mm im Durchmesser stelle ich zu. Aber du lässt jetzt nicht bis ganz unten laufen? Nein, das muss ich natürlich. Jetzt an meiner Anzeige, die habe ich gerade schon genullt. Sondern du bohrst jetzt nur den Bereich weg? Genau. Und der untere Bereich, den hast du schon vorgebohrt, der passt schon fast, sage ich jetzt mal. Genau, und nachher wird die Bohrung und die Bohrung in einer Spannung gemacht. Dafür tausche ich den Kopf sozusagen. Weil meine Digitalanzeige, so praktisch sie auch ist, ich habe eigentlich leider eine Wiederholgenauigkeit von mehr als 200, was leider nicht funktioniert, wenn ich oben und unten in einer Ebene machen muss. Das Schöne ist, ich kann jetzt jedes immer 4 mm zustellen, rüberfahren, bohren und dann wieder zustellen. Das reicht. Aber nachher die beiden Bohrungen, die und die, muss in einer Spannung gemacht werden. Das heißt, wir schrubben jetzt dieses ganze Material daraus? Genau. Gehen dann an dem zweiten und dritten Zylinder weiter oder machen einen fertig und dann den nächsten? Wir gehen immer weiter und dann stellen wir dazu und dann gehen wir wieder weiter. Wirst du sehen. Okay, ich würde sagen, wir zeigen euch einfach ein paar bewegte Bilder und wenn es irgendwas Interessantes gibt, meldest du dich einfach sofort. Ja. So. Das spritzt. In ein paar Sekunden. Auf der Anzeige habe ich sozusagen die Tiefe Z und muss gleich einfach bei einem gewissen Wert anhalten und dementsprechend das bei allen Zylindern machen. Ich habe den Block so weit ausgerichtet, dass alle auf einer Ebene sind
dass ich sozusagen die Y-Achse nicht mehr verstellen muss, sondern nur noch in der X-Achse die 88 mm Zylinderabstand immer verfahren muss. Das erleichtert mir die Sache doch sehr bei solchen Sachen. Bei normalen Planbohren hohen von Blöcken ist das nicht notwendig mit dem, weil ich da anders vorgehe. Ja, und jetzt dauert es ein bisschen. So, erster Zylinder ist fertig. Jetzt fahre ich rüber auf den Zylinder. Ich brauche jetzt nur auf der Digitalanzeige anfahren, dass ich 1,7 Hundertstel daneben bin, ist egal, weil wenn man 4 mm rausbohrt, in den nächsten Schritten wird sich das wieder begradigen. Stahl ist noch okay. Und nächsten Zylinder. Zweiter Zylinder ist, wer sich gefragt hat, wieso mache ich den und dann den, wieso nicht in eine Reihe, kann ich dazu sagen, die Terspaner werden es vielleicht, ach komm schon, verstehen. Ich habe ja jetzt einen unterbrochenen Span. Und unterbrochene Späne ist immer relativ stark belastend für alles. Deswegen habe ich zuerst den gebohrt, weil das ein durchgängiger Span war. Und jetzt werdet ihr es wahrscheinlich hören. Jetzt haben wir einen unterbrochenen Span, das hört sich ein bisschen anders an. So, 88. Passt auch hier. Gut. Und Start. Geht sogar noch. Im nächsten Schritt wird das noch deutlich stärker. Das typische das, wenn der Schneidkopf aus dem Material rausfährt, die ganze Spannung in dem Getriebe und in den Wellen verloren geht und er sozusagen wieder Freilauf hat und dann wieder auf Material trifft und das alles wieder zusammengestaucht wird. Ungefähr so wie beim Schalten von Getrieben. Wenn man schaltet, hat man zuerst einmal keine Last auf dem Getriebe und wenn man dann wieder einkuppelt, dann kommt dann diese hohe Einkuppellast da drauf. Ja. Den noch, dann stelle ich wieder zu und dann geht es wieder von vorne sozusagen. So, der mittlere Zylinder ist soweit aufgebaut. Wenn ihr reinguckt, seht ihr, da fehlt schon alles. Die originale Zylinderwand ist jetzt hier schon weg. Jetzt bin ich rübergefahren, das werden wir bei dem anderen Zylinder auch haben. Und ich fange mal an mit dem. Ich fahre mal von Hand so ran. Und Material. Das ist jetzt für euch, sieht das so, naja, normal aus. Das ist für mich jetzt gerade so ein Moment, wenn der immer frei geht, der Stahl und die Maschine. Ich merke es sogar am Boden immer, diesen unterbrochenen Span, weil das vibriert so ein bisschen. Deswegen stehe ich bei solchen Sachen gegenüber normalen Zylinderbohren immer daneben, obwohl es voll langweilig ist, so lange daneben zu stehen, daneben, um im Notfall sozusagen den Gang rauszunehmen, falls da irgendwas aufschwingt. Werdet ihr gleich in ein paar Sekunden hören. Dann ist er oben bei der originalen Versteifung sozusagen, ist er durch und ist dann in dem Zylinderbereich, wo der Originalzylinder ja auch dünnwandiger ist, so wie unsere Zylinder jetzt. Jetzt fängt es an. Thank you.
noch den Zylinder daneben und dann habe ich das Gröbste rausgeholt, dann kann ich anfangen mit den feinen Schritten. Die Zylinder sind alle fertig vorgeschrubbt. Jetzt muss ich nur nach oben diese Zylinderaufnahme, die Büchsenaufnahme größer bohren. Ich habe das soweit in meinem Einstellgerät eingestellt. Ich habe hier, kurz überlegen, 97,8 mm, 2/10 lasse ich mir drin fürs Schlichten. Habe ich eingestellt und jetzt kann ich mit dieser Schraube den Stahl, ein bisschen fester drin, ist ganz leicht Kontakt, und jetzt kann ich mit dem Gewinde hinten in dem Stahl rausfahren. Und wenn du jetzt auf die Uhr guckst, dann fahre ich den Stahl raus und bin bei Null. Das ist das Einstellgerät. Das ist natürlich nicht 100% immer Wiederholgenauigkeit, sondern im Endeffekt nachher muss ich bohren, messen und das dann auf diese Uhr übertragen und dann den Fehlbetrag zustellen oder wieder abziehen. So, jetzt habe ich alles fertig vorgeschrubbt an der Zylinderbank. Ich habe jetzt sozusagen noch die Aufgabe, die Schritte, ich muss den Absatz, wo die Büchse aufliegt, muss ich passend machen, die passende Tiefe. Danach mache ich noch die innere Bohrung und die äußere Bohrung. Die mache ich in einer Spannung. Aber das Erste, was ich jetzt mache, ist mit dem Stahl, das ist wieder ein anderer, der macht einen genau 90 Grad Sitz. Das ist hier ein bisschen tricky, weil da hinten ist was, wo ich durchbohren muss. Das sehe ich gerade fast gar nicht. So. So, das fahre ich am besten von Hand dran, weil da ist so ein Anguss und den muss ich noch wegnehmen. Jetzt für mich ein interessanter Moment, ein spannender Moment. Ich setze gerade, den Zylinder habe ich schon. Jetzt setze ich gerade die Auflagefläche nach, wo die Buchse sich abstützt. Das ist so einer der wichtigsten Aufgaben, dass die genau 90 Grad ist. Ja. Ein Auge in den Zylinder rein und gucken, wann es sich schneidet, und das andere zur Digitalanzeige und gucken, wann der Punkt kommt. Und jetzt fängt es an und jetzt habe ich es. Habt ihr vielleicht gesehen, dass sich genau da am Übergang auf einmal der Stahl dahin gearbeitet hat. Das mal noch beim letzten Zylinder. Dann ist das auch fertig. Dann geht es dann nur noch um das Feinbohren der Aufnahme. Jetzt sind wir bei dem finalen Durchgang. Ich habe die beiden Köpfe passend eingestellt. Ich bohre als erstes sozusagen die Aufnahme unten. Und dann fahre ich mit dem Stahl wieder hoch, wechsle den Kopf, pack den Kopf dran, weil er den passenden Durchmesser hier oben eingestellt hat, ist. Und dann, wenn das fertig ist, gehe ich wieder zum nächsten Zylinder. Wichtig dabei ist, dass ich das in einer Spannung machen muss, weil meine Digitalanzeige ist leider von der Wiederholgenauigkeit nicht genau genug, damit ich einen Punkt auf ein Hundertstel genau wieder anfangen kann. Deswegen muss ich das eben in dem Schritt so machen. So. Passiert nichts. Vielleicht doch falsch. Das fährt jetzt 2 Minuten durch. Der Vorschub ist ja sehr gering, weil die Bohrung muss ja jetzt relativ genau sein. Und dann geht es mit dem oberen weiter. Wir sind fertig mit dem Block. Ich habe alle Bohrungen fertig gebohrt.
Wir haben quasi den ganzen Block einmal ausgeschlachtet. Selbst die zweite Seite ist schon fertig. Dezent viele Späne. Philipp will nach Hause, weil ich glaube nicht, dass er sich vorgestellt hat, dass das so viel Arbeit ist, was rauszubohren. Also, wie lange sind wir jetzt hier? 3-4 Stunden würde ich tippen oder so, mindestens? Für die eine Seite? Ja, genau. So. Ja, das wollte ich schon gerade sagen. Nee, also wir haben bestimmt 3-4 Stunden alleine für die eine Seite hier gebraucht. Die andere Seite hatte Björn ja im Voraus schon mal gestartet, weil es einfach so lange dauert. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber das liegt halt daran, dass du extrem penibelst und vorsichtig, auch was Zustellung und so weiter angehst. Ne? Ist eben eine mechanische, eine rein manuelle Maschine hier. Irgendwann will ich mal aufrüsten auf dem CNC-Bohrwerk, dass ich die einspannen kann und dass das Ding das alleine macht, dass ich 5 Stunden lang was anderes machen kann. Aber sie funktioniert ja. Sie macht es genau, nur man muss immer dabei sein. Mhm. Ja, und jetzt können wir final einmal gucken, ob sie passen. Der spannende Moment hier. Es werden jetzt ja viele eigentlich denken, die kann jetzt ja unmöglich passen, weil die müssen da ja rein gepresst, geschrumpft, wie auch immer werden. Aber, wie man sieht, schiebt sie nicht ganz rein, weil sonst wird es problematisch. Ist das nicht so? Wie kommt es, dass wir die jetzt nicht pressen müssen? Weil sie, hier muss ich ein bisschen drehen noch, weil sie geklebt werden. Das nennt sich so eine Art Schiebepassung, was wir gerade machen. Mhm. Im LKW-Bereich ist das normal. So kann man sozusagen bei einem eingebauten Motor noch die Zylinder wechseln, weil die eben so los sind, dass man sie mit der Hand rein raus bekommt. Die Toleranz dort verrate ich nicht. Nicht weiter reinschieben, weil das gar nicht so klemmt. Die Toleranz dort verrate ich nicht. Wie viel die Spalte sind, auf jeden Fall. Ist das jetzt soweit vorbereitet? Der nächste Schritt wird sein, dass ich die mit meiner Spezialvorrichtung einklebe. Das ist der letzte Punkt. Den können wir euch zur Sekunde leider nicht zeigen. Der bleibt erstmal geheim. Das ist quasi BEP Motorentechnik Spezialgeheimnis, wie das Ganze geht. Prinzipiell müssen wir aber nur noch Buchsen mit Kleber einsetzen. Ja. Der Kleber ist auch das abdichtende Element zwischen Wasser und Öl. Dass es nicht unten durchläuft? Ja. Und dann noch wieder Ringe setzen? Planbohren holen. Die Buchsen habe ich jetzt so gemacht, dass die Einzelte rausgucken, dass ich die planen kann. Sie wird bündig gemacht, es wird kein Überstand sein. Vorspannung kriegen wir sowieso schon durch die Kupferringe, aber auch gar nicht notwendig, weil durch meinen Kleber und das Allerwichtigste dabei ist, dass die Büchse wirklich auf Grund aufliegt. Das ist das Wichtigste dabei. Oft gibt es ja, hört man noch viel, Büchsen abgesackt. Ne? Das hat fast immer einen Grund, dass entweder die Auflagefläche unten nicht genau genug war, dass sie vielleicht schräg war oder dass sie beim Einpressen von einer Büchse das nicht richtig gemacht haben. Weil dann ist im Betrieb, setzt die sich und im Endeffekt, sie war nie genau richtig bis Grund runter gedrückt, sondern sie hat immer unten einen Spalt, deswegen setzen sie sich. Das ganze, ich sag jetzt mal, Projekt ist bestimmt auch für einige interessant, die vielleicht wieder eine Serienbohrung fahren wollen. Wir gehen ja auf meine alte Bohrung zurück, bauen ja auch alte Coil Ploy und so weiter ein. Ja. Theoretisch könntest du diese Buchsen aber auch mit Serienbohrung anfertigen. Natürlich. Das heißt, wenn jemand wieder einen kaputten Serienmotor instand setzen will, würde das auf jeden Fall auch gehen. Ja, also wenn die Zylinder kaputt sind, der Riss, ach, wir haben es gar nicht mal gesehen, der Riss war weg. Das war ja mal eine Frage aufgetaucht, aber ich habe eben reingeleuchtet und da war eigentlich war der Riss so ein Stückchen über unseren Absatz, war der Riss verschwunden. Also gut, können wir verwenden im Block. Und man muss aber alle drei machen in diesem Verfahren. Also wenn man wirklich komplett das Ganze ausspindelt, müssen wir alle drei Buchsen ersetzen. Ja, auf jeden Fall. Das geht sonst nicht anders. Okay. In dem Fall würde ich auch nicht sagen, ich mache nur eine Seite, in dem Fall immer beides. Genauso wie bei den Alu-Motoren, wo ich viele Anfragen bekomme mit Buchsen, da mache ich nicht nur eine, weil das Problem ist, dass eine Büchse, wenn ich die ausbohre und nachher einpresse, das verzieht sich alles, das passt gar nicht mehr genau. So ist ja, diese Büchsen sind ja nicht finished, das heißt, die muss ich auch noch planbohren holen. Die könnte man theoretisch, ganz, ganz theoretisch, könnte man die Buchsen sogar passend machen, honen lassen und dann auf der Rennstrecke,
wenn was kaputt ist, Kopf runternehmen, eingebauten Zustand, Büchsen rausziehen, neue Büchsen reinpacken, Kopf drauf machen. Ich glaube, bei Dragstar wird das so gemacht bei den Amerikanern, dass die Büchsen einmal tauschen. Ja, das machen wir dann, wenn Björn persönlich vorbeikommt irgendwann mal am Event. Dann kann er gerne die Büchsen da vor Ort tauschen. Ich bin relativ zufrieden. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich bin sehr zufrieden. Was sagst du selber zu deiner Arbeit? Also ich persönlich muss sagen, es sieht auf jeden Fall schon mal geil aus und es sieht auch extrem massiv aus. Ja. So. Also ich bin wirklich zufrieden, dass das so funktionierte. Sehr zufrieden von der Toleranzen der Büchsen. Sehr zufrieden, wie das im Block passt, dass ich keine Durchbrüche habe. Ein Gewinde haben wir gesehen, müssen wir zumachen, weil wir da die Büchse eine Verbindung hat. Ich glaube hier vorne beim Zahnriemenspanner, aber das ist ja nur minimal. Da braucht man ja nur Loctite reinsetzen. Das und dieser Kragen ist gegenüber vorher auch, glaube ich, ein bisschen breiter, ne? Ja, aber das stimmt. Aber das hat ja ganz andere Gründe, wieso ich das so gemacht habe. Okay. Also nur noch quasi jetzt einkleben, bohren, hohen, planen, Ringe rein. Genau. Und dann werden wir als nächstes wieder ein Video machen, wahrscheinlich vom Zusammenbau. Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Ja. Was denkst du, was diese Version jetzt so kann, leistungsmäßig? Schwierig. Wenn wir jetzt wirklich rein nur vom Block ausgehen, nicht von der Kolbenthematik und so weiter, sondern wirklich nur die Buchsen, die Lagergasse, so wie der Block dann hier fertig steht. Schwierig, wirklich schwierig für mich zu sagen. Hier wird der Riss, wo du war, wird er nicht mehr entstehen. Das nicht, weil da ist die Wandstärke deutlich dicker. Das Problem sehe ich hier, weil vor war das mal eins, ein zusammenhängendes Bauteil. Jetzt haben wir es hier halbiert. Selbst wenn wir die Zugfestigkeit der Büchsen verdoppelt haben, ist ja jetzt hier durch die Halbierung, glaube ich mal, das Gleiche. Also hier habe ich die meiste Angst vor, dass hier eine Büchse reißen könnte. Haben aber auch wiederum den Vorteil, dass jetzt Wasser durchgeht. Genau, da geht jetzt Wasser durch. Das heißt, die ganzen Spannungen, die Material wegen der Temperatur entstehen, gerade hier in dem dünnen Bereich, habe ich ja mit diesen dünnen Wasserkanälen versucht vorzubeugen. Ich hätte jetzt größer machen können, die Wasserkanäle, dann hätte ich aber weniger Material dort gehabt. Das ist so ein Zwiespalt. Wie macht man es am besten? Das wird ein Versuch. Ich bin sehr optimistisch. Das hat sehr gut funktioniert. Ja. Ja, ich bin auch begeistert. Ich würde sagen, wir belassen es hierbei. Ja. Geile Arbeit. Und ich denke mal, in den nächsten 1, 2, 3, 4 Wochen soll das Ganze wieder laufen. Ne? Genau. Und dann gibt es auch direkt auf die Fresse. Und dann gucken wir nämlich mal, was das Ganze so kann. Wir werden auf jeden Fall auf den Prüfstand fahren, weil wir müssen das Ganze natürlich unter Volllast testen. Ja. Das geht bei dem Wetter halt auf dem Prüfstand am besten. Und dann sehen wir uns in 2, 3 Wochen wieder. Tschö. Ciao.